Das Spiel mit der geilen Lobby-Mucke. Ich glaube, es hatte ganz gute Soundtracks, ja. Was eigentlich mit Dying Light 2? Ich weiß nicht, ob wir. Das ist halt so ein riesengroßes Projekt. Ich weiß nicht, ob wir das. Ich sträube mich immer vor so großen, langen Projekten on Stream. Hallo Chaos Schaukel, guten Abend, hi. Sollten wir das spielen? Welche Version spielen wir? Da, wo einer das böse Vieh kontrolliert? Oder nur Dinger, wo der Computer. Wo der Computer das böse Monster kontrolliert? Spieler sind im Zweifel etwas schlechter, oder? Ich hatte das Gefühl, der Computer weiß immer, wo wir sind. Mit Spielern? Vielleicht Lanchester. Maybe, maybe, maybe. Einer soll den Bösewicht spielen. Okay. Hier ist eins nicht abgeschlossen. Kevsen. Soll ich einfach rein? Ach, die sind im Spiel. Ah. Diese Sitzung ist derzeit im Spiel. Sie können der Lobby nicht beitreten. I see, I see, I see. Soll ich einfach. Ich erstell mal. Killer Baby Girl Room. Ich hab vergessen, dass ich so auf Steam heiße. Come if you dare. Mal gucken, ob wir hier Mitspieler finden. Wann hast du Crimson Snow gespielt? Würde das gerne nachschauen. Das war im 24-Stunden-Stream während des Subathons. Das ist jetzt. Wie lange ist das her? Ein, zwei Wochen? Zwei? Gib mir eine Minute, hab's mir eben gekauft. Oh, shit, okay. Alter 4 hat auch noch ein paar Maps übrig, die wir nicht gemacht haben, ja. Ich habe mir Bananen gekauft, seit Ewigkeiten mal wieder. Aber, Junge, die sind so schwer aufzumachen. Also, die reißen oben nicht ab. Ich bin entweder zu doof oder ich habe einfach doofe Bananen erwischt, die. Gibt's irgendeinen Trick? Brich sie einfach in zwei? Das ist ja voll nervig. Von unten? Als ob ich die von unten aufmache. Warte. Geht das? Fingernägel einritzen. Ich mache meine Bananen immer hinten auf. Wie macht die dir denn hinten auf? Indem mir da in das Poloch reinpiekt. Hinten öffnen. Seit wann reißt man die ab? Hey, ich kenne das nur so, dass du hier oben halt die knickst und dann gehen die ganz leicht auf. Zusammendrücken habe ich die schon ganz matschig an der Spitze. Du musst das hintere. Du drückst das hintere Ende zusammen. Okay. Und jetzt? Die Spitze. Oh, warte, das geht ja relativ einfach. Hä, aber nicht jeder macht so Bananen auf, oder? Oder ist das der Standardweg? Ich mag das Braune nicht so sehr. Viele machen das. Welches Spiel ist das? Hound Chaser nennt sich das. Ist so ähnlich wie Phasmophobia. Mit dem Nagel reinknüpfen. Okay, ja, dann reißt das besser, ne? Vier Survivor und ein Bösewicht. Wir haben also noch zwei Plätze frei. Das Spiel kostet 2,50 ungefähr, wenn es noch im Angebot ist. Möchtest du ein Bildungsvideo sehen, solange auf Mitspieler zu warten ist? Ein Bildungsvideo?
doofe Bananen. Von hinten, what the fuck, du hast komische Viewer-Dude. Hey, das wirst du bereuen. Babygirl macht keine Gefangenen. Oh, no, 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 no. Yes, 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 yes. Chat, soll ich Killer spielen oder Survivor? Dürft ihr euch aussuchen. Das letzte Mal haben wir auch eine Runde als Killer gemacht. Ist ganz lustig. Ich finde beide Seiten geil. Survivor ist auch richtig gruselig, weil der Killer vorgefertigte Sounds abspielen kann. Und die Sprecherin ist richtig gut. Es klingt richtig eklig. Ich kann es nicht nachmachen. Ist auf jeden Fall richtig creepy. Killer, Killer, Killer. Okay, dann machen wir erst ohne Killer, danach Survivor. Warte, wieso geht's los? No, stopp! Wie kann ich den Countdown abbrechen? Haben wir jetzt nur 3 Survivor? Na gut, warum nicht? Viel Glück. Warte, Toasty, bist du fertig jetzt mit Download? Dann machen wir nochmal kurz neu auf. Nein, je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser, Bro. Ich wusste nicht, ich habe einfach nur Killer eingeloggt und dann ging plötzlich das Game los. Ich dachte, ich muss irgendwie noch Start drücken. Okay, als kleiner Vorgeschmack. Hier auf dem Friedhof beginnen wir als Bösewicht dann gleich unser Spiel. Mit der mittleren Maustaste können wir Folgendes tun. How sweet. How sweet. Und es gibt noch mehr. Achtung. Oh, und es gibt noch viele andere gruselige Sprüche. Okay. Ich hoste neu. Batman auf Wish bestellt? Du weißt nicht, wovon du redest. Der Bösewicht kann sich unsichtbar machen. Der Bösewicht kann sich teleportieren. Und der Bösewicht kann sprinten. Der Sprint hat einen sehr langen Cooldown. Dafür wird das Vieh aber auch fucking schnell. Das rennt dann mit 200 km/h rum für ein paar Sekunden. Ohne Sprint ist das Monster genauso schnell wie in Survivor. Also, man muss die Survivor dann den Weg abschneiden oder das Target wechseln oder warten, bis der Sprint wieder ready ist. Anders kriegt man die nicht gefangen. Wenn man in den Nahkampf geht, wenn man den Survivor direkt vor der Nase hat, kann man ihn in seine Geisterlaterne ziehen. Dann ist der Survivor erstmal tot und landet auf dem Friedhof. Survivor können sich standardmäßig 5-mal aus diesem Friedhof rausretten, 5-mal aus einem Grab rausholen. Die 6. Person, die stirbt, die hat dann Pech gehabt, die kann nicht wiederbelebt werden. Jedes Mal, wenn ich jemanden einsauge in meiner Geisterlaterne, jedes Mal, wenn ich jemanden umbringe, werde ich random irgendwo auf die Map teleportiert. Das kann mit etwas Glück direkt wieder in der Nähe von einem anderen Survivor sein, kann aber auch ganz weit weg von der Gruppe sein, sodass die erstmal ein bisschen verschnaufen können, sich ausruhen können, retten können. Die Survivor haben den Auftrag, verschiedene Quests zu erledigen. Die Map ist relativ groß, es gibt verschiedene Gegenden. Es gibt den Friedhof, das Waisenhaus, es gibt eine Brücke, die auf die andere Seite des Sees führt, überall verlassene Häuser. Und die Survivor bekommen randomisiert eine bestimmte Anzahl an Quests, für die sie dann verschiedene Bereiche der Karte aufsuchen müssen. Dort angelangt müssen sie dann Rätsel lösen und wenn sie die gelöst haben, bekommen sie ein Item. Sie müssen 4 oder 5 Items finden und dann können sie ein Ritual einleiten, um mich zu verbannen. Oh, nice. Sehr cool. Das seid alles, das seid ihr, ne? Das sind alles Jungs und Mädchens aus unserer Community. Bepi, Seidi, Toastbrot und Captain Kebab. Okay, cool.
Können wir Deutsch quatschen. Hey, macht euch bereit. Hey. Chaser ist... Boah, ich weiß gar nicht. Kann sein, dass die Survivor hier Chaser heißen. Ich glaube schon. Wird das Spiel noch aktiv weiterentwickelt? Weiß ich nicht. Es ist noch Early Access, oder? Meine ich. Hi, Elenzi. Frohes Neues. Oh, Death awaits you. Oh, Death awaits you. Yeah. Und Voice Chat gibt's auch. Das heißt, wenn die gleich im Voice Chat miteinander reden, dann höre ich sie, weiß, wo sie sich befinden und kann auch mit ihnen reden, wenn ich möchte. Survivor, sollte ich noch dazu erwähnen, haben Zauberkräfte. Oh, da vorne sind sie. Wir gehen mal unsichtbar. Mindestens eine Person habe ich gesehen. Da links. Mit der mittleren Maustaste können sie mich verbannen. Da vorne, wir schleichen uns an. Glück gehabt. Survivor haben so eine spezielle Superkamera. Mit der Kamera können sie unsichtbare Monster sehen. Dadurch wusste er, dass ich unsichtbar hinter ihm bin. Und Survivor haben einmal dieses Blitzlicht. Mit dem können sie mich verbannen, kurzzeitig. Da werde ich wegteleportiert. Wenn das aber einmal eingesetzt wurde, kann es nicht nochmal eingesetzt werden. Dann ist das erstmal auf Cooldown. Eine neue Aufladung für das Blitzlicht kriegen sie erst, wenn sie eine der Quests abschließen. Das heißt, jetzt am Anfang können sie mich viermal wegradieren. Aber danach ist unser Moment. Ist jemand hier drin? Ist irgendjemand hier drinnen? Wo seid ihr? Kommt her zu mir. Bitte nach rechts rutschen wegen der Anzeige. Ja, ich dachte mir auch gerade, sie haben ein Dings, haben sie... Ihr seht diese Voodoo-Puppe? Wenn die Voodoo-Puppe komplett rot ist, haben sie alle Items sich geschnappt, die man sich schnappen kann. Ab dann können sie das Ritual durchführen. Bisher haben sie ein Item gefunden. Eine Quest haben sie gelöst. Fehlen noch mindestens drei weitere. Junge, wo sind die denn? Scheiße. Ich benutze mal den Sprint. Meint ihr, sie sind in der Kirche? Herzschlag. Da vorne haben wir jemanden. Okay. Sie haben den Sprachchat entdeckt. Könnt ihr mich hören? Ach, sie haben den Sprachchat entdeckt. Perfekt. Sehr schön. Warte, sie sind unter uns. Wie geht das hier? Was muss man machen? Ich hab keine Ahnung von nichts. Wenn du drückst, kannst du die Missionen sehen. Sie unterhalten sich gerade. Sie sind im Keller der Kirche. Gut, dass ich hier auch bin. Oh. Ich muss einmal. Sherlock kommt los. Was? Du kleiner dreckiger Stream-Sniper, dich hole ich als erstes, du kleine Bitch. Weiche von uns, Dämon. Ich weiß, dass ihr noch ein paar Blitzlichter übrig habt. Aber... Dann komm doch runter. Komm du doch hoch. Oh, no more room for you. Na los, komm her! Okay, ihr habt gewonnen, ich gehe weg! Ich bin weg! Peekaboo! Chat, wir benutzen Unsichtbarkeit plus Speed. Wenn ich Glück habe, reagieren sie nicht schnell genug, ich kann sie einsaugen, okay? Macht euch bereit. Unsichtbarkeit, Sprint. Das war der erste! Alright.
Die Person, die ich aufgesaugt habe, könnte jetzt auf dem Friedhof wiederbelebt werden. Aber dafür müssen sie erstmal... zum Friedhof gelangen. Vielleicht können wir das verhindern. Hier irgendwo war ein Keller, oder? Der Keller ist verbunden mit... Ja, genau. Vielleicht sind sie noch hier. Rechts oben, solange die eine Person rot angezeigt wird, ist sie noch nicht wiederbelebt worden. Sie haben schon zwei Quests abgeschlossen. Zwei fehlen noch. Der Friedhof müsste da vorne sein. Ja, die können mich, also mit dem Blitzlicht können sie mich wegmachen. Sie können aber auch... Runen auf den Boden zeichnen. Wenn ich da drüber laufe, werde ich gefangen. Und sie können in manche Korridore und Türen so ein magisches... Ah, hier. So ein magisches Sigil. So ein Siegel einzeichnen. Das hält mich davon ab, dann hier durchzuschreiten. Ich muss warten, bis das abgelaufen ist. Die sind also gerade dabei, ihre Freundin wieder zu beleben. Dieses Siegel wird mich nicht lange halten können. Wie ich sehe, seid ihr wieder zu viert. Das war zu weit. Ich war zu weit entfernt. Das war dein Blitzlicht. Minus zwei, würde ich sagen. Das war auch zu weit weg. Jetzt habe ich... Ach so, das war linke Maustaste, nicht mittlere. Okay, ja, gut. Vielleicht war das nur ein normales Foto. Okay, okay, okay. Hey, wer bist du? Verrat mir deinen Namen. Lass mich gerade eben, lass mich ein bisschen leben. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Mit Tunneltown. Okay. Ich höre jemanden. Übers Mikrofon. Rechts von mir. Nee. Was sind das für komische Geräusche? Okay. Keine Ahnung, wo die gerade sind. Ich würde sagen, wir behalten den Teleport, bis sich da wieder jemand zeigt. Ist irgendjemand hier? Hallo? Kommt und zeigt euch. Hallo. Oh mein Gott. Wie geht es euch? Oh, zu dritt unterwegs, wie ich sehe. Wer will als erstes mit mir? Den einen kennen wir gar nicht. Ich brauche eine neue Hose. Hört ihr das? Hilfe, ich bin auf dem Friedhof und ich muss ausgebuddelt werden. Oh nein, das ist der Typ, der... Das ist euer Freund, der auf dem Friedhof liegt und ausgebuddelt werden möchte. Bitte helft mir, bitte, ich bin... Mir ist kalt... Ja, warum kommst du so nah ran? Ich werde schon bald zurückkehren. Jetzt haben wir zwei Leute gefressen. Und wir sind auf dem Friedhof gespawnt. Das ist ultra stark. Hier müssen sie ja hin, um ihre Freunde zu beleben. Ich frage mich, ob wir hier campen sollten. Ist vielleicht ein bisschen fies, aber... Why not? Wir sind unsichtbar. Da kommen sie. Nein, nee, nee. Er ist hier. Oh mein Gott, nein! Nur noch ein kleines Lämm. Schon wieder auf dem Friedhof? Ihr habt aber auch scheiß Glück, Alter. Richtig Pech habt ihr.
Du bist ganz allein! Wohin möchtest du? Deine Freunde warten auf dem Friedhof. Sie wollen gerettet werden. Hast du noch das Blitzlicht oder nicht mehr so? Natürlich habe ich das noch. Warum lachst du? Blöffst du? Komm her! Hey. Was für ein Item hältst du gerade in der Hand? Das Richtige. Was ist das Richtige? Die mittlere Maustaste. Ich bin hinter dir. Du siehst mich nur mit der Kamera. Hast du die Kamera in der Hand? Oh. So kann eine Runde aussehen. Als Survivor ist es ultra gruselig, weil das Vieh sich unsichtbar machen kann und eben verschiedene Möglichkeiten hat, ne, die Gruppe auseinanderzureißen. Wenn wir drinbleiben, können wir, glaube ich, müsste ich nicht neu hosten. Ich warte noch 10 Sekunden. Was ist das für ein Game? Sowas wie Phasmophobia. Nur, dass hier der Geist, wenn man möchte, auch noch von einem Spieler gesteuert werden kann. Ich mach diesmal Survivor. Ich hatte geblufft. Ah, ich war mir nicht sicher. Ja, dieses Blitzlicht ist halt super stark, ne? Warte, alles Survivor? Wird dann durch Zufall jemand ausgesucht, der das böse Vieh spielt? Ich will wirklich gerne Oh, ich bin Survivor. Nice. Hey! Hallo! Schön, euch zu sehen. Okay, wir haben verschiedene Quests. Was glaubt ihr, ist die beste Strat? Sollen wir zu viert rumlaufen? Oder sollen wir in zwei Zweierteams uns aufteilen? Die Farbe. War drin. Okay, dann lass uns erstmal weglaufen, weil die Bösewichte immer wissen, wo man spawnt. Hauptsache, wir bleiben in Bewegung. Dann nehmen wir. Wir haben 4 Quests. Hier rechts ist die Kirche. Hier können wir direkt die erste Quest erledigen. Und zwar finden Sie die Mini-Statue von Madame Luna. Mit Hilfe der Kamera. Hier müsste also irgendwo eine Statue sein, die man wirklich nur mit der Kamera enttarnen kann. Das letzte Mal war sie auf einer der Bänke hier vorne. Diesmal irgendwie nicht. Oh doch, hier. Ich hab sie. Jetzt fängt sie an zu fliegen. Und ist weg. Nice. Das beste Item ist eh die Kamera. Weil wir damit das Monster sehen, auch wenn es unsichtbar ist. Hier ist jetzt eines dieser Items, die wir sammeln müssen. Bang. Sehr gut. Jemand wurde gefressen. Wir sollten also zum Friedhof. Untersuchen Sie den Kleiderschrank in Borley. Untersuchen Sie die Waisenhausküche. Im Waisenhaus sind 2 Quests versteckt. Machen wir vielleicht vorher noch Borley. Wo ist denn Borley? Hier. Richtung 60. Wenn du... Ah, Captain Kebab hat schon seinen Namen geschrieben. Eve Garfield. Wir müssen also auf dem Friedhof nach einem Grab suchen, wo Eve Garfield draufsteht.
Da ist der Geist, neben uns! Sie drückt mittlere Maustaste! Neben dir! Hinter dir! Sehr gut! Sehr gut! Gut gemacht, gut reagiert! Nice! Gute Arbeit! Ich wollte dich nicht so anschreien, tut mir leid, ich hatte Angst um dich. Okay, hier drin soll wohl ein Kleid. Fort mit dir! Du böse Kreatur! Okay, wir haben beide keine mittlere Maustaste mehr, aber das ist nicht schlimm. Wir machen einfach hier. Wir machen hier so ein Symbol auf dem Boden, das schützt uns. Okay, suchen wir nach einem Kleiderschrank. Let's go. Oh, sehr gut. Ah, hier ist direkt das zweite Item. Wir haben jetzt zwei abgeschlossen. Ein riesiges Baby. Widerlich. Sei vorsichtig! Wir sollten uns hier drin... Okay, warte. Wir verstecken uns einfach hier. Gute Idee. Okay, dadurch, dass wir das Item aufgesammelt haben, ich glaube, ich habe es aufgesammelt, dadurch habe ich wieder einen weiteren Schuss mit dem Blitz. Putsch, Junge! Okay, wir müssen jetzt schnell raus hier, sonst sind wir in der Todesfalle schlechthin gefangen. Durchs Aufsammeln des Items hatte ich nochmal einen neuen Schuss, aber der ist jetzt weg. Okay. Die anderen haben sich auf dem Friedhof wieder rausgeholfen, das ist sehr gut. Wir sind alle vier wieder im Spiel. Zwei Sachen im Waisenhaus. Das wird jetzt interessant. Was war das? Wir können auch den EMF-Reader benutzen. Der würde anschlagen, wenn er den Geist in der Nähe ortet. Aber wenn er unsichtbar ist, sehen wir ihn halt nicht. Dann müssen wir direkt auf die Kamera switchen im Nachhinein. Der EMF-Reader würde jetzt kurz anschlagen. Aber aufgrund der Schildkröte. Das ist eine Geisterschildkröte mit Headphones und so einem Soundsystem auf. Also, okay. Normalerweise hat die so einen abgeschlagenen, abgetrennten Kopf auf ihrem Panzer. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal mit so einer Boombox gesehen. Okay, Team. Es fehlen noch zwei Quests. Im Waisenhaus. Wir schaffen das. Wir sind im Waisenhaus. Oh, okay. Nice. Ich spüre noch keine... Ist jemand gestorben? Untersuchen Sie die Waisenhausküche mit dem Parabolmikrofon? Oh, hallo. Gott. Gehen Sie zum Waisenhaus und lösen Sie die Rätsel im Mahlzimmer. Mit dem Mystic Stone. Habt ihr ihn schon gesehen? Ich bin schon dran. Hi. Ja. Ich habe leider keine... Genau, ich habe die Tür schon aufgemacht und habe jetzt zwei so Dinger verbunden. Okay. Was noch machen muss, weiß ich noch nicht. Ich habe vergessen, wo die Küche ist. Scheiße. Es gibt zwei Wege raus. Der Weg, über den wir gekommen sind, und auch noch ein Fahrstuhl. Den Fahrstuhl erreicht man im Obergeschoss, wenn man nach den Treppen geradeaus durchläuft, glaube ich. Nur für den Fall, dass ihr darauf angewiesen seid, schnell zu entkommen. Ja. Was Mahlzimmer geht, ob es hier hin, oder? Das Mahlzimmer war ein Zimmer mit ganz vielen Gemälden. Ey, kommt, er ist in der Nähe! Hinter uns! Seid vorsichtig! Ich habe starke Signale gehabt! Nein!
Hier, das ist das Mal. Nee, das ist nicht das Malzimmer. Das ist der Schlafsaal. Das hier ist irgend so ein komisches Uhrenzimmer. Warte, wurde direkt noch jemand gefressen? Nee. Doch. Nee. Sollten wir kurz retten gehen? Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Hier ist auf jeden Fall... Das ist der Weg zum Fahrstuhl. Hier geht man nur raus. Nach draußen. Oh, hey! Ja, ja, ich dachte vielleicht kurz im Friedhof, um zu helfen. Die Frage ist, ob wir alle gehen oder... Nee, wie viele Leute schicken wir zum Friedhof? Gute Frage, ist nämlich weiter Grabstein? Ja, wissen wir, okay. Ja, dann gehe ich gerade zum Friedhof. Ich überlege gerade, komme ich mit? Was ist, wenn er am... Bro. Nach welchen Namen suchen wir? Ethan Paxton? Wir müssen aufpassen, dass der Geist uns nicht nochmal begegnet. Also ein Grabstein mit Ethan Paxton und der andere mit John Northcott. Ethan Paxton, John Northcott. Ethan Paxton, John Northcott. Ethan Paxton, John... Ich glaube, wir sind der Letzte. Ethan Paxton, John Northcott. Ethan Paxton, John Northcott. Ethan Paxton, John Northcott. Hoffen wir darauf, dass er nicht hier gespawnt ist. Magisches Siegel! Sehr gut. Ethan Paxton, John Northcott. John Northcott, nice. Dann noch Ethan Paxton und... Verdammt. Ah, nee. Nur noch eine Person, wirklich. Ethan Paxton, Ethan Paxton, Ethan Paxton. Ethan irgendwas anderes? Ethan Law? John Law? Irgendwas anderes? John Garfield? Max Beckerwith? Hä? Der Name existiert gar nicht. Baby hat Ethan Paxton? What? Bin ich doof? Bin ich dran vorbei, Chat? Ethan Paxton? Happen, Steven. Draußen versuchen. Oh ja? Nice. Hab ich irgendwie nicht gesehen. Gut gemacht. War hier vorne direkt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir... Oh, wir müssen direkt nochmal jemanden wiederbeleben. Das überlasse ich euch. Ich gehe wieder rein. Okay. Amra, danke für den 6. Monat. Vielen Dank für das halbe Jahr. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir nehmen den Fahrstuhl wieder rein. Und wir lassen ihn oben, dann kann das Vieh nicht einfach runterspringen. Warte, kann das Vieh auch Fahrstühle aktivieren? Wahrscheinlich. Scheiße. Let's go. Bepi wurde direkt wieder gefressen. Ich hoffe, sie kriegen sich da gegenseitig aufgeholfen. Wir müssen nebenher die Quest erledigen, sonst sind wir tot. Wir haben eh nur noch 2 Schaufeln und wir haben 2 Tote. Wenn ich sterbe, könnte ich nicht mehr wiederbelebt werden. Schnell. Uns fehlt die Küche und das Mahlzimmer. Okay, ich versuche diesmal möglichst leise zu sein. Man kann sich relativ gut verstecken vor... Es ist hier. Scheiße.
er ist im Weißen Haus. Aber da wir Killer gespielt haben, weiß ich inzwischen, dass man Survivor als Survivor kann. Bist du? Verdammt, Shakespeare. Glaube, ich sehe dich. You can run, but you can hide. You can't hide. Haben die anderen sich schon geholt? Nein, keine Schaufeln mehr! Okay, wir können die anderen jetzt noch über den Spiegel zugucken. Ich hoffe, sie schaffen es. Fuck, vielleicht sollte man von Anfang an Leute im Waisenhaus absetzen? Das ist so... Der Killer kann halt direkt rein teleportieren. Das ist so schwer, sich da drin zurechtzufinden und vor allem genug Leute drin zu haben. Drei Leute leben noch. Wir, ab jetzt können wir uns nicht mehr wiederbeleben. Wir haben zu oft Leute aus dem Grab schon rausgeholt. Das heißt, die drei müssen es jetzt schaffen. Sie müssen jetzt irgendwie da rein. Eine Person wird halt direkt weggesnatcht, ne? Sobald sie reingehen, wird eine Person schnell in die Laterne gezogen. Dann wird der Killer aber wegteleportiert. Die restlichen zwei, vielleicht kriegen sie es gebacken. Oh, sie haben den Geist gesehen. Sie sehen den Geist. Da vorne war er, ja. Kann ich switchen, wem ich zugucke eigentlich? Interagieren. Oh ja. Eine Person... Oh, wird die verfolgt? Weiß ich nicht. Zwei sind am Friedhof. Sie versuchen jetzt reinzuspringen. Oh, er wurde von der Gruppe getrennt. EMS schlägt aus. EMF schlägt nicht mehr aus. Doch, schlägt aus. Er hat die Kamera nicht draußen, deshalb weiß er nicht genau, wo das Monster ist. Oh, hinter ihm. Doch, da. Da. Er ist noch am Friedhof. Er hat vielleicht noch nicht bemerkt, dass die meisten reingelaufen sind. Puh. Warte. Eine Person ist drin. Eine zweite Person hat sich auch Zutritt verschafft. Die dritte kommt jetzt erst reingelaufen, hat aber wahrscheinlich das Monster am Arsch. Versucht jetzt hier einen Boden... Der hat den Pentagramm auf den Boden. Wenn das Monster da reinläuft, wird es kurzfristig aufgehalten. Wenn das Monster das kommen sieht, kann es diesen Bandkreis aber auch zerstören. So oder so hat er sich damit ein bisschen Zeit verschafft. Bleibt jetzt mutig stehen, wartet darauf, dass das Monster kommt. Nein, doch nicht. Läuft weiter. Versucht den anderen irgendwie Zeit zu verschaffen. Sieht sich um. Erreicht jetzt den Hauptsaal. Wie ist das mal? Oh, ist es ihm in den Weg teleportiert? Warte. Hat er sein Blitzlicht noch? Er hat's weggeschickt, richtig? Oh nein, das Monster hat vorher jemand anderes getötet. Es sind noch zwei Leute im Spiel. Okay, was haben wir hier? Das ist das Uhrenzimmer. Aber da gibt's keine Quest. Das ist das falsche Zimmer. Das Mahlzimmer ist wichtig. Da sind lauter Gemälde. Und die Waisenhausküche. Allerdings bin ich mir selbst nicht sicher, wie wir da hingelangt sind. Müssen wir durch den Spiegel laufen, um da hinzukommen? Maybe. Das Waisenhaus verwirrt mich immer noch. Das ist super groß. Das hier ist jetzt nur noch ein One-Way-Ticket zum Fahrstuhl. Mehr kommt da, glaube ich, nicht. Die andere Person... Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Ich glaube, er ist durch den magischen Spiegel durch. Ja, genau. Das ist ein magischer Spiegel. Der bringt einen irgendwie in eine andere Ecke des Waisenhauses, das man sonst nicht erreichen kann. Das sieht gut aus, glaube ich. Oder? Nee. Nee, er ist jetzt auch in dem Hauptkorridor, wo es zum Dings runtergeht. Ich glaube, er hätte beim Spiegel bleiben müssen. Habt ihr gesehen? Er ist direkt in das Monster rein. Ich glaube, er wird gerade aufgesaugt. Ja, nur noch ein Spieler. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Zickenzone, Dankeschön für den Sub. Hoffentlich hat uns gefallen dir. Hi. Hier geht sie noch raus. Aber damit lässt sie die Quests hinter sich. Okay, ich will danach noch eine Runde. Nochmal als Survivor. Und wir gehen direkt ins Waisenhaus rein, damit ich mich da mal so ein bisschen besser zurechtfinde.
Die sind ja mega toll. Hey, das freut mich. Hey, danke schön. Ich hätte das Malerzimmer gerade gefunden, als ich gefressen wurde. Toasty, bist du da für... Oh, er hat jetzt hinter sich abgeschlossen. Da kann der Killer nicht hinterher. Das ist gut. Warte mal, was ist das hier? Ein geheimer Pfad? In der Nähe des Fahrstuhls? Ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Nee. Achso, Fahrstuhl. Toasty, bist du durch den Spiegel durch? Oder wo war das Malerzimmer? Ich verlaufe mich immer noch in dem Ding. Was war nochmal mit den Items in den kleinen Kommoden? Oh ja, manchmal kann man Schränke aufmachen, Schubladen aufmachen, Kommoden öffnen. Und da sind dann verschiedene Items drin. Ich meine, dass diese Items die Aufladungen erhöhen von dem Siegel, womit man Türen und Korridore sperren kann. Und die Aufladungen erhöhen von... Oh oh. Hallo. Schade, dass ich nicht zuhören kann. Und die Aufladung erhöhen von dem... Pentagramm, das man auf den Boden zeichnen kann. Nee, durch den Haupteingang. Ich zeig dir das gleich. Sollte das nicht das Malerzimmer sein, fresse ich einen Besen. Es müsste ein Raum sein, ein relativ kleiner Raum, wo an jeder Wand links... rechts, vor dir, hinter dir, wo überall so ovalförmige Porträts aufgehangen wurden. Schwarz-weiß Porträts. Genau, und da war so eine Staffelei, oder wie die heißen. Kann sein, dass auch noch eine Staffelei drin ist, weiß ich gar nicht, kann sein. Wo warst du die ganze Zeit? Ich war in so einem Grab gefangen. Du kannst von deinen Freunden gerettet werden, allerdings habt ihr als Gruppe nur 5 Wiederbelebungstoken. Und sobald 5-mal wiederbelebt wurde, kannst du dann nicht mehr rausgeholt werden. Jetzt bin ich zwar das erste Mal gestorben, aber wir haben halt vorher schon 5 Leute wiederbelebt, wodurch ich halt dazu verdammt war, da stehen zu bleiben und über den Spiegel zu beobachten, was passiert. BPH müsste BP sein, aus dem Chat. Durch den Haupteingang durch. Ist da irgendwo eine Abzweigung, um die ich mich bisher nicht gekümmert habe? Echt? Lass uns gerne zusammenlaufen. Bitte Survivor, bitte Survivor, bitte Survivor, bitte Survivor. Ja. Okay, nice. Hey, hallo, ist Toasty am Start? Toasty? Oh nein, Toasty ist zum Killer geworden, ha? Toasty war der Einzige, der wusste, wie man da in dieses geheime Abteil des Waisenhauses gelangen kann. Nicht so schlimm. Wir werden es auch so finden. Hör zu, Toasty ist wahrscheinlich der Meinung, dass wir direkt ins Waisenhaus gehen, um diesen geheimen Korridor zu finden, aber... Also ihr hört mich, ja? Oh fuck, du bist da, hallo, sehr gut. Ach Mensch, ja gut. Okay, okay, passt auf. Baldwin-Haus, Waisenhaus, Kirche und Borley-Haus. Vier verschiedene Abschnitte. Okay. Ich würde sagen, Toasty und ich gehen ins Waisenhaus und ihr sucht euch irgendwie am besten eine andere Stelle und zwischendurch treffen uns wieder. Okay. Passt auf euch auf. Küsschen. Lasst euch nicht erwischen. Kamera sichert euch. Okay, Toasty, du weißt also, wie wir da hinkommen, ja, zum Malerzimmer? Mhm, du verfolgst mich bei der erstbesten Gelegenheit. Also jetzt? Warte, er ist noch weit weg. Ich sehe nicht über die Kamera. Alles gut. Okay. Wenn wir dem Killer begegnen sollten, werde ich mein Blitzlicht zuerst einsetzen, okay? Nicht, dass wir es gleichzeitig verwenden. Okay. Du sagst, über den Haupteingang geht schneller statt über den Fahrstuhl? Ja genau, ich bin hier rein. Ach, du meinst den Fahrstuhl. Okay. Nee, warte mal, das ist gar nicht der. Ah, das ist der Haupteingang. Haupteingang. Nee, du hast recht. Genau. Also kurz gucken, ich bin hier lang, da ja. Lang. Ja. Ich war von der Panik gewesen, als ich hier reingerannt bin. Oh, er hat jemanden erwischt. So,
Na, da ist die Türe, dann bin ich hier hoch. Ja. Hier, das ist, muss es sein. Nein, nein, das ist es nicht. Das ist falsch. Das ist super falsch. Das ist super falsch. Oh, mega falsch. Echt? Ja, das ist falsch. Oh mein Gott. Nein, da sind keine Porträts. Boah, was war das? Okay, hör zu. Nein! Ah! Tosi hat mich in eine Falle gelockt! Okay. 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 Wenn ihr in so einem Raum gefangen seid, guckt ihr euch erstmal um und würdet irgendwo so einen Namen finden. Diesen Namen postet dann im Chat. Ethan Norton. Und dann wissen eure Kolleginnen und Kollegen, welches Grab sie ausheben müssen, um euch zu befreien. Kurz gucken. Warte mal, ist schon irgendjemand in der Nähe des Friedhofs? Die sind zu zweit unterwegs, haben gerade das erste Rätsel gelöst, haben sie sehr gut gemacht. Toasty läuft, glaube ich, los, um mich zu beleben. Oh, aber sein EMF schlägt aus. Liegt an der Schildkröte? Liegt an der Schildkröte? Ich weiß nicht, ob er das herausfindet. Greif auf die Kamera, dann siehst du, ob jemand da ist oder nicht. Nimm die Kamera. Nein, lauf nicht weg, du musst mich wiederbeleben. Toasty! Das ist nur die Kröte! Lauf nicht davon! Die Kröte löst dein EMF aus. Im Zweifel greif zur Kamera und guck, ob sich der unsichtbare Killer in der Nähe befindet. Wie sieht es bei den anderen aus? Sie laufen zu zweit, decken sich gegenseitig den Rücken. Sehr gut, die machen das so gut, die beiden. Haben beide Kameras draußen, damit sie sehen, ob das Vieh in der Nähe ist. Toasty jetzt alleine auf dem Friedhof. Ich weiß nicht, ob er... Warte. Namen habe ich schon geschrieben, ne? Ethan Norton, genau. Ich hoffe, er wird nicht erwischt, während er mein Grab sucht. Wie sieht's bei den anderen aus? Sie haben gerade... Oh, ich glaube, einer wurde gefressen. Sie waren dabei, die Barriere aufzustellen an der Tür, aber... Oh, er hat mich gefunden, glaube ich. Nice. Danke fürs Retten. Scheiße. Okay, wir können noch jemanden rausholen, blitzen, oder? Aber es hat nicht funktioniert. Ja, wenn wir wissen, wie er heißt. Wie lautet dein Name, verstorbene Oh, Max Dudley. Okay. Ich gehe auf der anderen Seite gucken. Ja, okay. Loki, nicht schlecken. Na. Hab ihn. Ah, sehr gut. Nice. Okay. Na dann noch mal ins Waisenhaus, hä? Huh? Ich glaube, man muss durch den Spiegel durch. Ich glaube, man muss durch den magischen Spiegel durch. Okay. Also, ich habe keinen Blitz mehr, ne? Okay, ich habe meinen noch. Ich habe nur zu langsam reagiert. Ich glaube, er ist direkt in mich reingeportet. Sorry. Ja, ich dachte, beim Fressen kann ich dich noch irgendwie retten, wenn ich den Blitz, aber nee. Wusste ich gar nicht, aber dann haben wir es mal ausprobiert, ist auch gut. Er kommt! Ich sehe dich! Nochmal kannst du mir nicht in den Arsch beißen, hörst du? Weißt du was? Mein Blitzlicht ist noch ready. Vielleicht auch nicht. Lass mich vor! Ich sperre ihn aus, Kein Blitzlicht. Er könnte versuchen, beim Fahrstuhl sich droppen zu lassen und uns von der anderen Seite zu holen, aber das ist ein langer Laufweg für ihn. Wir werden ihn so oder so kommen sehen, keine Sorge. Oh mein Gott. Was sind eigentlich noch Verteidigungs-Items, die wir so haben, außer dem Blitzlicht? So ein Kreis, den du auf den Boden zeichnen kannst, auf Nummer 3. Wenn er da reinläuft, wird er gefesselt. Okay. Juck mich nicht. Oh, und wie es dich juckt! Nee. Okay, wahrscheinlich hat er den Teleport benutzt, wenn er hier schon auf uns gewartet hat. So. Wo ist der magische? Uah! Warte, das hier sieht nach einem Areal. Oh, hier ist der magische Spiegel. Und warte mal, wenn wir noch weitergehen, sind wir in der Küche. Hier müssen wir ein Parabolmikrofon benutzen, um die Stimmen der getöteten Geister aus der Vergangenheit zu orten oder so. Nee, halt. Ja, nicht diese Runde, oder? Nicht diese Runde, du hast recht. Nee, das war letzte Runde. Fuck, was ist denn das? Finden Sie einen Schlafsaal im Waisenhaus und oh Gott, wo ist der? Oben wahrscheinlich. Der ist oben, der ist im Haupt. Aber lass uns das später machen. Ich will noch gucken, ob wir hier durch müssen. Oh, meine Augen. Das ist nämlich der, weißt du, für den Fall, dass wir mal wieder die andere Quest kriegen, die uns Probleme bereitet.
Also neben uns wäre die Küche gewesen. Hätten wir für die einen Quest gehabt, hätten wir das lösen können. Und die andere Quest war im Malerzimmer. Das ist jetzt ein Areal, das wir nur erreichen, wenn... Oh mein Gott, was ist das? Das ist eine sehr große Frau und sie ist voll mit Kotze und Blut. Ich gehe nicht hin. Und sie will, dass wir näher kommen. Nope. Also, nur zu. Mommy? Oh. Ja, okay. Wo ist denn die Uhr jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Dort geht's nicht. Warte, ist das jetzt eine Sackgasse? Oh, hier ist eine Tür aufgegangen. Wo? Hier bei mir ist noch eine Tür. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das sieht nach Kunst aus. Das ist ein Spiegel. Oh, hey, hallo. Ich dachte, du wärst der Bösewicht. Oh. Oh, okay. Vielleicht unbehaglich. Mein Gott. Bin ich zurückgelaufen? Ist wieder im Kreis gelaufen? Nee, doch, oder? Ach, ich glaube im Kreis, oder? Ich glaube mir das bekannt vor. Ja. Das ist eine zweite Tür. Das ist, als ob wir über den Haupteingang gerade hier den Hauptsaal betreten, ja. Okay, ich weiß immer nicht genau, wo das Malerzimmer ist, aber... Ich vermute schon oben. Aber die Küche könnten wir ab jetzt finden. Ey, der Schlafsaal ist hier rechts. Falls ich gefressen werde, könnt ihr das Rätsel mit dem Schlafsaal lösen. Hier hinten, nicht die erste Tür, sondern die zweite links. Wenn wir hier den Kristall benutzen... Der ist hier. Okay, er kann nur einen von uns fressen. Er kann nur einen von uns fressen. Wenn man mit dem Kristall rumläuft, dann müssten... Zahlen auftauchen. Und wenn ihr die Zahlen habt, dann müsst ihr zu der roten Tür, die auf dieser Etage ist. Rechts von uns. Ich glaube, er kommt. Alle ganz dicht zusammen. Hallo. Dann weiß er nicht, wen er fressen soll. Okay. Oh, okay. Ja gut, genau, so Sachen auf dem Boden zeichnen. Gute Idee. Ich bin scheu. Weiche von uns, Dämon! Nee, heute nicht. Heute ist Papa zu Hause. Da darf ich alles. Oh, wir haben, Was? Aber jetzt komm ich, jetzt komm ich. Nicht mich! Ich hoffe, sie lösen das Rätsel. Wir sind diesmal Faith Backer. Oh, da ist schon jemand auf dem Friedhof. Das ist ja der richtig gut vorbereitet, ey. Geil! Ich werde schon gerettet. Ihr anderen macht weiter im Waisenhaus. Nur noch eine Quest. Ihr schafft das. Finden Sie den Schlafsaal im Waisenhaus und entwirren Sie die Beziehung zwischen dem Schlafsaal und der roten Tür. Ich glaube, man muss eine Zeilenkombination in Erfahrung bringen und damit dann zur roten Tür laufen. Irgendwie so. Waren das nicht die Symbole? Oh, die Symbole waren das. Stimmt, du hast recht. Im Schlafsaal ist ein rundes Ding. Darauf sind Symbole.
merkt euch die Symbolreihenfolge. Dann lauft zur roten Tür. Hey, vielen Dank fürs Retten. Du warst super fleißig. Ich hab ehrlich gesagt kein einziges Item in Erfahrung bringen können. Aber der Killer, er klebt mir auch die ganze Zeit an meinem Po, Junge. Er ist die ganze Zeit an meinem Po dran und er frisst mich die ganze Zeit. Komm mit, ich weiß, wie man das Rätsel im Waisenhaus löst. Hör zu, ich erkläre dir den Plan auch nochmal, für den Fall, dass ich wieder gefressen werde. Also, wenn wir den Hauptsaal betreten, oberes Stockwerk, nach den Treppen rechts rum. Und dann die letzte Tür auf der linken Seite, da ist der Schlafsaal, da sind viele Kinderbetten, doppelstöckig. In diesem Zimmer ist irgendwo so ein rundes Ding an der Wand. Das sind so runde Dinger und da auf den runden Dingern sind so Symbole. Und die Symbolreihenfolge merkt man sich und dann läuft man zur roten Tür. Okay, easy peasy. Hoffen wir einfach darauf, dass ich nicht gefressen werde. Wir gehen mal im Dunkeln, damit er mich nicht hört. Ich habe keinen Bock, dass er dadurch angelockt wird. Es hier. Bitte mach Platz, du blockst mich! Ja! Ah. Das war ein Fehler, du hättest mich fressen sollen. Denn ich bin der Super... Hast du ihn weggescheucht? Oder hast du ihn weggeknipst, ne? Richtig gut! Yo! What the fuck? Wir sind ein gutes Team. Ich dachte, er frisst dich so, aber du hast dich verteidigt. So, komm mit, hier drüben. So. Das Ding, das hier ist wichtig, genau. Mond, dann so ein zackiger Stern, dann noch so ein zackiger Stern und das, dann diese Blume. Mond, zackig, zackig, Blume. Mond, zackig, zackig, Blume. Und jetzt, komm, aus dem Weg hier! Warte, haben sie schon aufgemacht? Oh, sie haben es gelöst. Oh, sie haben es gelöst. Sehr gut. Hey! Hey, hier sind wir! Hallo! Wir haben das Türrätsel gelöst. Ja, ausgezeichnet. Habt ihr das Item schon gefunden? Es müsste irgendwo noch ein Item sein. Also man kann gar nicht das. Oh, geil. Wer auch immer das aufnimmt, hat jetzt wieder so ein Blitzlicht. Legen Sie ein Spielzeug in einen Altar. Okay, wenn wir jetzt zusammenbleiben und zum Altar gehen, können wir die Scheiße verbrennen und gewinnen! Okay, pass auf den Blitzlichtmann auf. Blitzlichtmann, genau, Blitzlichtmann geht vielleicht vor oder so, I don't know. EMF ist auf Stufe 0. Mhm. Ich schreie, sobald er in der Nähe ist. Am besten links rum zum Fahrstuhl, oder? Da ist am meisten Platz und der kann uns nicht auflauern. Kann ich mehr als nur eine Falle platzieren? Wenn du Items aufsammelst in Schränken und so, maybe. Oh. Wartet auf mich, ich bin nicht so schnell! Was? Aber absolut. Ich hab Signal. Er wartet oben auf uns, 100%ig. Der Fahrstuhl ist da. Oh, gut. Okay. War das die Person, die das Dings hatte? Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich hab's nicht aufgenommen. Gehen wir erst zum Friedhof. Du hast das Spielzeug, ne? Ich glaube, das Spielzeug besitzen wir alle. Ah, okay. Theoretisch könnte das jeder von uns verbrennen. Okay, das ist jetzt Fake durch die Schildkröte. Oh, ich habe sogar noch 3 Aufladungen auf diesem Dings hier. Das ist ja richtig krass. Man sieht die Aufladungen. Seht ihr, ich habe jetzt noch römisch 2 über dem Symbol auf meinem Arm tätowiert. Wen suchen wir? Sandy Northcott.
Hier. Okay, kann sein, dass meine Barriere inzwischen zu Ende gegangen ist. Wir können aber auch den zweiten Ausgang hier hinten benutzen, ist vielleicht gar nicht so doof. Wir könnten... wir können warten, bis er kommt. Und dann schließen wir hinter uns ab. Aber müssen wir nicht. Okay. Wenn wir einfach nur geradeaus Richtung Norden laufen, da vorne müsste der Altar sein. Es gibt mehrere, aber... Ja, hier vorne. Oh. So. Okay, okay. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur hier drin stehen bleiben. Und wenn wir das lang genug durchziehen, gewinnen wir. Monster von links? Okay. Ah! Nehmen Sie das Herz des Entities. Hat jemand sein Herz gegriffen? Da vorne, Sie sehen's. Links von uns. Also wo hier ist das meine Blickrichtung. Oh, da. Da, wir hören's sogar. Oh, ja. Ja, sein Herz gehört uns. Bringen Sie Entities Herz zum letzten Ritualbereich. Okay. Oh, diese flammenden Tore. Okay, schaffen wir. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, so das Herz zu verbrennen. Ja, das stimmt. We can do this. Ich bin nur froh, dabei zu sein. Oh. Keine Ahnung, wo er sich gerade rumtreibt. Vielleicht ist er direkt am Tor. Aber er kann nur eine Person fressen. Danach wird er wegteleportiert. Da ist er. Ich höre die Stimme. Rechts. Ist er direkt dahinter? Okay. Hey Dämon, wir haben dein Herz und wir werden das volle Kanne verbrennen, yo. Alter, wie gemein. Ja, selbst schuld. Ich werde mich opfern. Ihr müsst es zu Ende bringen. Bringt es zu Ende. Halten wir alle das Herz oder nur eine Person? Komm her, du Monster. Los. Do it. Bring it on. Friss mich. Die Tore sind... Achso, das Feuer ist weg. Jetzt kann man da reinlaufen. Friss mich. Nimm mich. Darf ich auch mitkommen? Nein. Ach, wo ist er hin? Bin ich blind? Okay, ich hätte gerne noch eine Sequenz gehabt, wo der Geist sich auflöst und um Hilfe schreit und dann vom Erdboden verschluckt wird, aber das war auch ganz okay. Nice, cool. Super aufwendig, da zu gewinnen gegen den Geist, ja. Wir hatten, glaube ich, auch Glück, dass das Herz direkt neben uns gespawnt ist. Das hätte auch auf der anderen Seite der Map sein können, ne? Ich habe 4 Spielzeuge aufgenommen, nice. Ja, wir wurden gecarried von dir. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Okay, nice. Interessant wäre es noch zu wissen, was beim Killer gerade ist. Also, ob es da normal weitergeht oder ob der jetzt noch doller aggro ist oder so. Ob der etwas stärker wird, wenn die letzte Phase eingeleitet wird. Weiß ich nicht. Besseres Ende als bei Backhaus? True.
Für eine Runde haben wir locker noch Zeit, wenn ihr Bock habt. Das Malerzimmer war neben dem Schlafzimmer. Oh ja. Das erste, wo man links abbiegen kann. Danke für die Info. Wir wurden ausgewählt. Mal gucken, ob sie es mit dem Wissen von eben jetzt auch schaffen, nochmal zum Herz zu kommen. Zum Herzen. Als Killer sehen wir nicht, was für Quests sie haben. Ich weiß nicht, welche Orte ich beschützen muss und welche nicht. Ziemlich sicher ist, dass immer mindestens eine Quest, wenn nicht sogar zwei Quests, im Waisenhaus stattfinden. So viel weiß ich. Ab hier gehen wir unsichtbar. Sie stehen noch da vorne und unterhalten sich. Wenn keiner den EMF-Reader rausholt, dann... Oh. Zu spät. Man kann mich in der Animation, wo ich jemanden einsauge, noch blitzlichten. Das geht, aber das Zeitfenster ist nicht besonders groß. Ich war schon dabei, ihn zu verschlingen. Oh, Death awaits you. Oh, was ist das für ein Herzchen? Hi. Warte, hast du mich Nein! Das sind zwei Blitzlichter, die weg sind. Das ist gut für uns. Sie haben direkt schon eine Quest erledigt? Okay. Holy shit, relaxed. Holy fuck. You can run, but you can hide. You can run, but you can hide. Ich höre keine Stimmen. Ich höre keine Schritte. Meinte, sie sind im Waisenhaus? Ja, sind sie. Waren sie unter mir oder hier vorne? Ich habe sie gehört. Mindestens eine Person war hier. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich habe euch sprechen hören. Jetzt zu schweigen wird euch nicht viel nützen. Oh, das ist das Malerzimmer, ja, stimmt. Ihr versucht euch zu verstecken und... Eure Mühe in allen Ehren, aber... Ich weiß, dass ihr hier seid. Kommt her. Hört auf, euch zu verstecken. Fuck, sie verstecken sich und ich krieg sie nicht. Bro, sie sind zu gut. Ich höre ihn doch. Da. Du hast dich gut versteckt. So. Oh. Nein, 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 Blindketten. Au, au, das brennt. Das kann mich nicht für immer halten. Aber schon für eine Weile. Und jetzt eingesperrt? Yo, okay, ich vergesse euch das nicht. Ihr denkt, ey, wisst ihr was? Ich hab euch genau da, wo ich euch haben möchte. Ich bin eingesperrt, Bro. Unsichtbarkeit plus Geschwindigkeit. Seid ihr bereit? Wartet.
Wartet. Wieso geht unsichtbar nicht mehr? Achso, falscher Knopf. Mein Sprint ist verschwendet gewesen. Ich dachte, sie stehen noch hier. Sie sind einfach hoch. Dude, ich verliere. Nein, es wird dadurch nur spannender. Sie verlieren. Meint ihr, sie sind hier hochgefahren und dann einfach wieder ins Hauptgebäude rein? Die wollen mich bestimmt austricksen. Über den Fahrstuhl hoch und dann über die Treppen wieder rein. Und dann so, hehehe, wir haben ihn ausgetrickst. Death awaits you, peasant. Sollten wir zum Friedhof, für den Fall, dass sie sich da retten wollen? Gute Idee. Ab zum Friedhof. Ich muss so ein bisschen nachholen jetzt, wo sie mir eine Weile aus dem Weg gegangen sind und mich ausgetrickst haben mit ihren fiesen Tricks. Wahrscheinlich werden sie nur ein Tor abschließen, nämlich das Tor, das Haupttor. Werden dabei aber außer Acht lassen, dass man noch von hier hinten rein kann. Unsichtbarkeit. Warte, ist noch niemand hier? Scheiße. Okay, wir campen hier drüben. Okay. Sie werden hier reinkommen, werden hinter sich abschließen, mit dem Siegel das Tor sichern und dann werden sie die Gräber ablaufen und ich damit rechne, dass ich ihnen direkt auflauere. Da kommen zwei Leute angelaufen. Okay, zwei Leute. Zwei Leute, die ich fressen kann. Okay, meine Unsichtbarkeit ist gleich wieder ready. Macht euch bereit, wir machen uns unsichtbar und schneller. Achtung. Jack Dudley. Woher wissen Sie, dass ich von der Seite komme? Bro! Bro, come on! Baldwin House? Wo ist das? I don't know, dude. Baldwin House, Borley House, wo sind... Oh, warte mal. Bin ich wieder am... Ich bin zurück am Friedhof. Das ist ein guter Spawn. Mal sehen, ob Sie Dudley schnell genug aus dem Grab helfen. Denn wenn nicht, kriegt er gleich Besuch unter der Erde. Da hinten. Der letzte ist gerade aus dem Friedhof raus. Dann laufen sie, sie verlassen gerade den Friedhof. Ihr lasst euch ganz schön viel Zeit mit den Quests. Bisher nur eine einzige erledigt. Und nicht mehr viele Blitzlichter. Schleier der Dunkelheit. Verhülle mein... Toller Schleier. Lass mich in Ruhe. Ja, sie haben jetzt schon zwei Sachen gefunden. Es fehlen noch zwei Aufträge. What the fuck? Da vorne. Ich muss das am Anfang jetzt schon wegmachen. Genau, Weißenhaus habe ich die Küche nicht mehr gefunden. Zu dritt. Oh. Oh, warum habt ihr so viele Blitzsticks? Ayo, ich werde euch alle fressen!
Jetzt habt ihr aber nichts mehr, ihr gehört mir! Zuerst fress ich euch und dann eure Familien! Wir sind hier bei Baldwins Haus, ein Teleport ist ganz in der Nähe! Yo, ich bin hier drüben noch weiter festgekettet? Die... Das ist schlimmer als T-Bang in DVD, Bro. Sie sind da drin. Verzeiht mir, ich wollte euch nicht allzu lange allein lassen. Ich bin mir sicher, dass ihr mich vermisst habt. Fehlst nur noch du. Wir wurden ganz in der Nähe rausgeschmissen. Das ist die Kirche, in der sie gerade drin waren. Der wird sich freuen, mich 5 Sekunden später wieder vor der Nase zu haben. Surprise! Das ist unfair. Surprise! Dieser lila Kristall wird dir nicht helfen. Ich hätte mich hier gerade fast austricksen lassen. Zum Glück habe ich ihn noch gerade so erwischt bekommen. So, was macht die letzte Person? Erledigt sie die letzte Quest oder läuft sie auf den Friedhof, um die anderen wiederzubeleben? Ragnar, danke für den 6. Monat, vielen Dank für das halbe Jahr, hey. Du bist hier, oder? Du dachtest dir, dass ich höchstwahrscheinlich die anderen bekämpfen würde. Deshalb bist du nicht zum Friedhof. Das war doch ganz nah, oder? Spinn ich? Die Tür ist noch zu. Wo hast du dich versteckt? Hallo? Vielleicht ist er doch nicht hier drin. Oh, Death awaits you. Ich glaube, der Männchen hat Atemprobleme, aber ich vermute nur, er schnauft so komisch. Oh, you're just a little harder. Die anderen sind immer noch tot. Also auf dem Friedhof ist er noch nicht aktiv geworden. Das Herz? Es sah so aus, als ob er hier drin gewesen wäre, aber ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht kam der Herzschlag von außerhalb. Immer noch eine Quest. Habe ich da Schritte gehört? Stand. Nee, ist immer noch da drin. Unsichtbarkeit. Los. Schleier der Dunkelheit. Wohin möchtest du? Zum Fahrstuhl? Ruf den Fahrstuhl. Du wirst dich so erschrecken, wenn ich dann vor dir stehe. Los. Da.
Nee, das ist das Verbuggte. Das ist der verbuggte Herzschlag. Das hatten wir schon mal. Der Herzschlag ist hinter diesem Hügel. Da kann man nicht hin. Das gehört nicht mehr zum Spielfeld. Das heißt, der Herzschlag ist verbuggt. Ich habe keine Möglichkeit, über den Herzschlag herauszufinden, wo der letzte ist. Gehen wir davon aus, dass die letzte Quest im Waisenhaus ist? Schon, oder? Weil wir sie da jedes Mal vertrieben haben, als sie sich haben blicken lassen. Bisher hat er noch keine Anstalten gemacht, die anderen zu retten. Herzschlag ist fake. AFK am Spielfeldrand? Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, zu reden. Wo bist du, kleines Küken? Deine Freunde vermissen dich. Hilfe! Hilfe! Die Höllenfeuer! Wir knuspern! Hörst du sie? Worauf wartest du? Wenn du sie nicht rettest, wer dann? How sweet. Oh no more help for you. Was überleben sie? Sie sind auf dem Friedhof. Fuck me. Gibt's einen schnellen Teleporter hin? Nee. Das ist extra so gemacht, dass man da nicht hin teleportieren kann. Schnellster Weg ist, glaube ich, einfach mit dem Fahrstuhl hoch und auf den Friedhof. Er hat erst eine Person wiederbelebt. Let's go. Okay, let's go. Sie sind zu dritt, eine Person fehlt noch. Meine Geschwindigkeit ist nicht ready. Jetzt leben alle wieder. Aber sie haben keine Blitzlichter mehr. Das ist doch gut. Eigentlich. Ein bisschen. Gib mir den Speed. Gib mir den Speed, Junge. Mach mich schneller. Los, komm schon. Bro. Bro, ich will einfach nur dahin. Wir teleportieren. Hat doch irgendwer einen Zauberkreis oder so? Hinter uns. Einfach gerne. Ich hasse eure Fallen! Lauft ruhig! Wisst ihr was? Ich krieg euch eh! Warum kommst du angelaufen, hä? Willst du irgendwie ein bisschen Stress oder so? Was hast du gesagt? Dass du Stress kriegst! Lauf, 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 lauf! Warum guckst du so, hä? Was willst du mit deiner Kamera, hä? Fotos auf... What the fuck, hast du kein Dings mehr ready, Bro? Wenn sie das letzte Item finden, haben sie wieder plus einen Blitzschlag. Das Wegblitzen, Junge, dafür räche ich mich jetzt so krass. Ich werde dich. Oh, ihr habt das letzte Item gefunden. Nicht schlecht. Unten im Keller, da seid ihr aber so ein bisschen gefangen, oder? Wird schwierig, da rauszukommen. Mein Sprint ist gleich ready. Mach dich bereit. Ja. Die sind am Altar.
Ihr verbrennt meine Spielzeuge nicht! Hey! Meint ihr, sie sind schon am Verbrennen? Nein, ich werde geschwächt! Auf meine Zahn zu verbrennen! Sag She! Hey, Sexy! You sick thing, you know it! Was dein Freund tun, weil er kein Blitzlicht mehr hat? Wie hätte ich dein Dings einsetzen sollen? Du kannst ihn nicht mehr retten, du bist zu langsam! Er gehört mir, du hättest mich wegblitzen sollen! Sobald der Fahrstuhl wieder hochfährt, habe ich dich! Oh nein, ich wurde ja wegteleportiert. Nein. Angenommen, er verbrennt meine Sachen, ist nicht so schlimm, oder? Weil... Warum ist es nicht so schlimm, wenn er meine Sachen verbrennt? Weil er danach noch mein Herz finden muss. Die langsamste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Ne, warte mal. Hat er mein Herz schon? Bin ich doof? Wann hat er mein Herz gefunden? Bro, zu welchem Ausgang gehst du? Horos, Priest! Der Herzschlag ist wieder verbuggt. Bro, ich weiß nicht, wohin läuft. Das hast du nicht. Das hast du. Bro, warte. Nein, nicht mein Herz, Bro. Und wir könnten einen Vertrag schließen. Stell dir vor, du hättest einen Vertrag mit einem Dämon, Bro. Warte. Stell dir vor, du hättest einen Vertrag mit mir, Bruder. Warte, sein Herz ist hier vorne? Oder ist das wieder verbuggt? GG. Change your heart or die. Das war intens. Was für eine fetzige Techno-Mucke. Ja, das Game hat ganz lustige Musik. Der Bug ist schuld, Kappa? Ist der Bug schuld? Naja, Chat, ich meine, der Herzschlag, wenn er die richtige Position des Survivors mir gezeigt hätte, dann hätte ich natürlich ein bisschen früher eingreifen können, wäre früher geblitzdingst worden und hätte auch früher wieder dann erneut dann die Tore schützen können. Also, ich meine, vielleicht hat das ein bisschen oder ganz doll dazu beigetragen, dass sie Glück hatten und das geschafft haben. Aber ich meine, also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich das da drauf schiebe, so, ne? So. GG Chaser, BG. Lucky, you guys, stupid cheaters. GG Easy, Minus Rap. Huh. Jenna, danke für den 19. Monat. Und Don Torleone, danke für den 11. Monat. Habe ich etwas von einem Vertrag mit einem Dämon gehört? Da hätte ich gerne weitere Informationen. Ja, also jetzt so mir nichts, dir nichts, kann ich dir leider keine dämonischen Verträge anbieten, aber... Wenn mein dämonisches Herz kurz davor ist, verbrannt zu werden, dann bin ich natürlich schon bereit zu verhandeln, ne? So ist nicht. Also, ist schon... da bin ich ja schon am Start. Chat, 22:55. Machen wir Schluss? Anthrazit, danke für den verschenkten Zap. Ragnar, danke für den 6. Monat. Schnarchbärchen, danke für die 21 Monate. Jenna, danke für die 19 Monate. Vielen Dank.
Learn to play. Play Fortnite für Fortnite. Dance. Ihr seid ganz schön frech. Noch eine Abschlussrunde? Seid ihr bei einer letzten Abschlussrunde noch dabei? Fragezeichen. Sure, claro, sicher. Geilo, okay. Ihr habt gut gespielt. Oh, fuck. Wir geben alle immer Survivor ein, das heißt, der Killer wird zufällig ausgesucht. Warte, bin ich wieder Bösewicht? Dann kann ich mich ja jetzt für letzte Runde rächen, sag ich mal. Ah, die sind schon richtig gut eingespielt, die Ficker. Ist ein bisschen schon anstrengend. Einfach direkt hin. So schnell wie möglich die Blitzingsies aus... Nee, warte, was ist... Nee, doch. Nee, vielleicht kann ich mich anschleichen. Gibt es böse Killermusik, die wir uns anhören können nebenher? So als moralischer Booster? Frohes neues He-Max. Interessant, diesmal ist mir keiner entgegengekommen. Alle sind darüber. Mhm. Im Häuschen ist es aber ganz schön verwinkelt. Könnte sein, dass ihr gefressen werdet, wenn ihr nicht aufpasst. Die haben jemanden abgestellt, der die Tür sichert. Wollt ihr mich verarschen, ihr kleinen Ficker, ey. Ist okay. Am Anfang ist der Killer so ein bisschen... Da haben sie halt noch überall, ne? Der Anfang ist ein bisschen schwierig, weil die noch ihre Dinger ready haben. Aber sobald die aufgebraucht sind, da kommt dann wieder unser Moment. Ja, das nützt ja nichts. Es ist vorbei. Nein, leider nicht. Chat, bin ich zum Falschen geportet? Ich bin zum Falschen geportet.
Sie brauchen nur noch eine Quest, Bro! Sind sie hier schon fertig, komplett und ausgeflogen? Bro, nein. Wie schnell sind die denn plötzlich? Speedrunner oder was? Eine Sekunde am Spiel teilnehmen. What the fuck? Stoppen Sie die Chaser, bevor Sie Ihr Herz in die rituelle Endzone tragen. What? Warte, die Endzone ist doch noch voll flammig. Die können da noch gar nicht rein, oder? Haben sie es verbuggt, weil sie zu schnell sind? Sie haben das gar nicht freigeschaltet. Ich bekomme die Tore auch noch nicht angezeigt. Sie können doch nicht hin. Sie können nicht. Die Flammen lassen sie nicht durch. Nein, jetzt kann man daran. Nein! Haben sie nur darauf gewartet? Haben sie sich in der Nähe versteckt? Ich dachte, es wäre verbuggt. Bro, sie haben sich die ganze Zeit versteckt. Wo sind die Ficker? Welches Tor wollt ihr? Ich hab keinen Herzschlag, ich hab gar nichts. Woher soll ich wissen, wo die Ficker sind, Dude? Ich hätte nicht reinporten sollen. Der Weg nach draußen dauert ewig. Ich... Da ist jemand. Ich hab jemanden. Ich hab eine Person. Ich hab eine Person. Wieso wird man hier in dem Zustand immer noch weggeteleportiert, Bro?
Wie lange brauche ich für meinen Speed, Junge? Wie lange brauche ich für meinen Speed, Bro? Please. Bro, Speed! Game ist gecrashed. Schade. Ich denke, da hätte man noch viel rausholen können. Game war ja noch nicht vorbei. Game war noch nicht entschieden. Weiß man nicht, wie das ausgegangen wäre. Kann man halt nicht wissen, weil man nicht in die Zukunft gucken kann. Ja, was das Balancing angeht, würde ich sagen, ist ein bisschen tricky. Wenn die Survivor erstmal den Dreh raus haben, ist ein bisschen tricky. Ich habe das Gefühl, es könnte Szenarien geben, wo man 5-mal hintereinander weggeblitzt wird und das Game dann plötzlich vorbei ist, ohne dass man etwas dagegen tun konnte. Aber ja, das bedarf natürlich weiteren Tests, bei denen ich nur als Survivor spielen werde und nicht mehr als Killer. Kann man dann noch herausfinden, auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall ein netter Ausflug. War schade, dass das jetzt in der letzten Runde gecrashed ist. Aber naja, die Technik halt. Und das ist ja noch Early Access. Da kann sich ja noch einiges ändern. Easy Chat. Kann sich ja noch einiges ändern, auf jeden Fall. Wie dem auch sei, Chat. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier vorbeigeguckt habt. Vielen Dank für eure Subs und Dankeschön für eure Follows. Und vielen Dank für die Bits. Vielen Dank, dass wir hier gemeinsam noch ein bisschen gechillt haben. Ich muss jetzt auch los. Ich bin kein schlechter Verlierer, Bro. Es ist gecrashed. So. Es ist gecrashed. Was kann ich dafür? Okay. Auf jeden Fall, ja. Wir haben das Herz gesehen. Ich hab kein Herz. Anzeige-Bug.